Ahoi, liebe Kombüsenfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt schon gesehen, was wir heute kochen wollen. Was Einfaches und Schnelles. Ganz einfach, ganz schnell und für jeden würde ich zu Hause nachzumachen. Und Wann geht's da los? Nach dem Intro. Ja, Stefan, was gibt's denn heute eigentlich? Ja, das wollte ich dich gerade fragen eigentlich, kochst du nicht heute? Ich koche heute. Ja, du bist doch Kombüsenchef, nicht? Ich bin nie der Kombüsenchef. Kombüsenchef bist immer du. Aber heute du. Heute gibt's was Besonderes. Genau. Ein, wie sagst du immer so schön? Spaghetti à la Ostdeutsch. À la Ostdeutsch. Klingt doof, aber ist so. Er kennt es so nicht. Aber wir wollen das mal Stück für Stück durchgehen. Es gibt im Endeffekt Spaghetti. Und zwar nicht Bolognese. Normale. Sondern Spaghetti mit Würstchen. Genau. Ich habe mich schon ein bisschen daran betätigt, das klein zu schneiden. Genau. Ich habe also heute einen wunderbaren Küchenassistenten. Also die Möhrchen sind schon vorgekocht. Das würden wir immer empfehlen. Wir machen daran Zucchini. Das ist, wenn man so mit die Gesundheitsvariante, damit ein bisschen Gemüse da drin ist. Ja, man kann es auch weglassen oder man kann auch andere Gemüsesorten, ne? Wir nehmen Tomatenmark, weil ganz klassisch, muss ich dazu sagen, das ist aber Stefan dann nicht, ist dieses Spaghetti Ostdeutsch oder so, wie ich es früher kenne, war es Spaghetti, Bockwurst und dann halt Tomatenketchup und daraus wurde eine Soße gemacht. Das ist aber nicht Stefans Geschmack. Bin ich nicht dabei. Und natürlich eine schöne Zwiebel, das gehört auch dabei. Die duftet natürlich auch schon. Ja. Jetzt, wo geht's los? Ja, theoretisch, Wasser wird hier schon zur Seite schon mal vorgeheizt, damit wir Spaghetti, dazu kommen wir dann gleich. Ja, theoretisch könntest du jetzt nochmal die Zwiebel häckseln, weil die müssen als erstes angeschmort werden. Gut, dann machen wir das. So, sicherheitshalber nochmal nachgefragt, weil in der Regel, selbst das macht Stefan schon. Also, das mache nicht ich. Ist noch nicht an. Ich wundere mich schon. Warum machst du das nicht an? Ich fand eine Verarsche hier. Also, ein bisschen Öl oder Margarine. Wie gesagt, wir nutzen immer Rama, weil das ist für uns das Einfachste. Und wie gesagt, 725 Gramm, perfekt für die Campergröße. Mal gucken, ob wir den wiederfinden. Naja, das war ja eine Ausnahme eigentlich, ne? Also, die Stimme aus dem Off. Juhu! Genau, die Stimme auf dem Off sitzt wie immer auf dem Abtrocknertisch. Genau, ich genieße das jetzt, ne? Ich lasse mich jetzt hier schön bekochen. Also wie gesagt, die Butter wird also ganz normal erstmal, oder die Rama, aufgelöst. Und dann kommt das schmierige Zeug. Ihr habt es natürlich nicht so schwer wie wir, weil wir haben die Herausforderung, dass da natürlich sehr viel Wasser drin ist. Wenn man nur eine normale Zwiebel anbrät, hat man das ja nicht. Wie gesagt, wir haben es mal mit Granulat probiert, eine ganze Weile. Aber war nicht so doll. Ich will nicht sagen. Also wir haben jetzt Danny Crane. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den haben wir gesehen. Also, wie sagt ihr so schön, das mache ich jetzt wieder aus, ne? Weil das kocht schon wieder. Ja, Boston Law oder sowas hieß das. Boston, heißt das, glaube ich. Ne? Ganz aus, ne? Mhm. Nein, wer da so schön, das hat, ist nichts Persönliches. Ich muss, glaube Mücken abwehren oder Viecher abwehren, ne? Ah, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall, wenn man Granulat nimmt, dann hast du ganz andere Gerüche. Und es ist ganz schön zwiebellastig. Ja, das ist dann, wenn es ganz klein ist. Ich fange an zu heulen. Na, dann machen wir hier mal auf. Aber das Problem ist natürlich, das muss erstmal anköcheln. So. Dann als nächstes, ganz einfach, die Würstchen rein. Mhm. Chefkoch, würdest du das jetzt auch schon reinmachen oder würdest du jetzt noch warten? Ja, ich würde es jetzt schon reinmachen, ja. Hat auch einen ganz großen Vorteil. Dann ist das Zwiebelgeruch nicht so schlimm mehr.
Ja, und die Zwiebeln, nicht die Zwiebeln, die Würstchen, die werden jetzt eigentlich erstmal ein bisschen angebraten. Für Röstaromen. Die Würstchen sind jetzt so 3-4 Minuten schon drin. Wie gesagt, durch dieses Wasser natürlich kann man sie nicht so scharf anbraten, wie es vielleicht ohne ist. Aber das ist nicht schlimm. Danach machen wir ganz normal Zucchini. Nicht alles. Ja, sind da sehr viele drin. Aber davon auch nicht alles von dem Möhren. Wie gut, dass du mir Bescheid gibst. Ich dachte einfach, das ist alles schon so. Muss eigentlich auch wieder was raus. Von sonst was? Haben wir morgen nichts. Von den Zucchinis? Mhm. Das ist nicht so schlimm. Ich mag das Zeug eh nicht so gern. Mhm. Aber ich brauche ja was. Du hast noch Tomaten, Gurke. Oder hast du das alles in deinem Salat reingedonnert? Gurke ist im Salat, das ist richtig. Tomate auch. Aber noch nicht alles. Wir wollen nämlich morgen nochmal grillen und dann machen wir das Grillgemüse, erste Folge. Kennt er ja schon, genau. Genau, das kennt ihr schon. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, wobei hier... Die Hälfte oder so, hätte ich schon gesagt. So, das sieht doch gut aus. So, das kommt da auch alles mit rein, wird alles zermengt und gut ist. Stefan macht nochmal kurz ein... Beziehungsweise ich mache mal für euch etwas, damit ihr das auch sehen könnt. Und normalerweise läuft das nämlich so im Hintergrund. Wenn ich die Kamera richtig genommen würde, ne, dann würde das auch besser gehen. Das mache ich nämlich immer die ganze Zeit in diesen Sachen. Ja, ich halte mich jetzt hier mal ganz schlank zurück. Genau. Auch mal schön. Auch mal schön. So, dann... Entweder eine oder eine halbe, je nachdem, wie ihr es mögt. Wir machen jetzt nur eine halbe ran. Das Gute ist, da ist schon Basilikum mit drin. Ob das jetzt so gesund ist, das muss jeder für sich entscheiden. Das wird jetzt runtergerührt. Das Gute ist, dass ich den Chefkoch bei habe. Der kontrolliert das jetzt, ob das überhaupt wirklich die Hälfte war. Oder ob da noch ein bisschen was ran muss. Ich sehe, es muss noch was ran. Kann noch was ran. Und das ist jetzt auch der kritische Moment, wo theoretisch das anbapsen kann. Genau, mit Wasser jetzt auffüllen, ne? Genau, einmal Wasser. Und ihr seht richtig, wir nehmen es aus dem Hahn. Es bleibt dabei. Ja, unser Tank ist ja auch sauber. Wir haben einen sauberen Tank. Und beim sauberen Tank kann man das schon so machen. Das weiß natürlich nicht alles. Weil theoretisch, also der Topf ist wirklich bis oben hin voll, das können wir euch sagen. In der Zeit, wo ich jetzt hier noch rühre, und ich glaube, jetzt ist wirklich absolute Triggerwarnung, Leute. Also liebe Italiener. Ich weiß, ihr kriegt einen Rappel jetzt, aber das muss bei uns so sein, weil ihr seht den großen Topf. Ne? Der ist für die Soße und wir haben nur so einen kleinen Topf. Also was passiert? Es passiert das. Die Spaghetti werden halbiert. Feierabend. Mir ist das wurscht, ob die nun ganz sind oder nicht ganz sind. Na, ist es dir nicht wurscht, weil wir müssen sie halbieren. Wenn es dir wurscht wäre, würdest du ja so reinpacken. Das stimmt. Nein, aber ich meinte jetzt vom Essen her schmeckt es genauso. Und auch halbe Spaghetti kann man immer noch aufdrehen. Also so haben wir die Erfahrung gemacht. Ich mache jetzt so ein Dreiviertelpaket ungefähr. Ich hatte jetzt noch was in der Vorratsdose drin hier. Und dann kommt das gleich in den Pott rein. Dann müssen wir den aber nochmal heiß machen. Genau. Ich glaube, wir tauschen mal. Und hier, also das blende ich euch gleich nochmal ein. 2 Finger breit ist ungefähr noch Luft. Das brauchen wir zum Andicken, sonst ist wirklich... Man kann auch mit Milch das machen. Das ist natürlich die Säure von der Tomate nicht so schlimm. Ja, genau. Ne, das kann man auch machen. Kannst ja auch so noch einen Schuss Milch reinmachen. Ist ja kein Problem. Ja, das brauchen wir jetzt nicht, weil also, da kommen gleich noch 2 Sondersachen rein. Ich würde es auf jeden Fall nicht das gesamte Dings mit Milch auffüllen. Das würde ich nicht machen. Das ist zu viel Milch. Ja, dann haben wir das nicht so ein Problem. Schuss, ne? Weil dann bist du wahrscheinlich laktoseintolerant und kannst das auch wieder nicht. Also ja, das glaube ich jetzt Milch wäre immer nur ein ganz bisschen. So, Wasser kocht von den Nudeln. Genau, ich mache jetzt die Nudeln weiter hier. Das ist relativ einfach, steht auf der Verpackung.
Wir nutzen hier die von Barilla. Gibt es andere Marken, wir wissen es. Theoretisch brauchen die 10 Minuten, bis sie al dente sind. Genau. Jetzt kommt noch ein bisschen Gewürzketchup da rein. Igitt. Und komischerweise ist es trotzdem, wenn ich das koche. Ja, muss ich ja, ne? Weil du es eigentlich nicht weißt, ne? Doch, ich weiß es schon. Man merkt es ja auch, schmeckt man ja. Und einen ganz kleinen Schuss Orangensaft. Ist das mit viel Säure oder wenig Säure? Ist das ein spezieller? Das ist Innocent Direktsaft ohne Fruchtfleisch. Hat ein bisschen weniger Säure, ne, glaube ich, oder? Kein Plan, interessiert mich nicht, schmeckt. Das gibt halt nochmal so eine Fruchtigkeit rein, weil wir arbeiten ja nicht mit frischen Tomaten und sowas alles. Und dann ist das so. So, das muss jetzt aufkochen nochmal richtig. Und bevor wir dann andicken, muss es natürlich gewürzt werden. Normalerweise Curry, Paprika, Pfeffer, Salz, alles das kommt rein. Wir haben jetzt nicht so viel. Wir müssen mal schauen, was wir hier haben. Ich glaube, Gyros können wir, Gulasch würde ich reinmachen und Brühe. Ja, das ist ja Paprika, genau. Genau. Da hauen wir ein bisschen was rein. Halt Gewürze nach Belieben. Gewürze haben wir alles reingehauen, was unsere Box da zur Verfügung steht. Stefan hätte weniger Pfeffer reingemacht, weil er eigentlich immer an mich denkt. Ich glaube, der freut sich immer, wenn ich das mache, weil dann... ist ein bisschen mehr Pfeffer dran. Dann ist dann mehr Pfeffer dran und komischerweise vertraut. Ich weiß nicht, was es ist, weil ich sehe es ja nicht. Wenn er es kocht zu Hause, habe ich das nie gesehen. Nö. Wie viel er ranmacht, aber es war dann immer mir sehr scharf. Und dann sagt sich Stefan, wenn er das sieht, was ich ranhaue, ich hau da eigentlich mehr ran. Also, naja, ihr wisst ja, ich bin sehr besonders. So, das wird jetzt... mit Soßenbinder wird das jetzt angedickt. Die Spaghetti werden abgegossen und dann werden sie nochmal mit in Rama geschwenkt, damit die halt nicht zusammenkleben. Ne? Genau. Ja, und dann gibt es gleich Essen. Und was gibt es dazu? Ein Wein. Und du einen Salat noch, ne? Ach ja, einen Salat, na klar. Den macht Stefan dann jetzt auch gleich. Dann vor allen Dingen mit genug Pfeffer drauf. Eine Stunde später, für euch dann Pi mal Daumen, 40 Minuten später, ist dieses Essen fertig. Wie gesagt, hat Gemüse drin, hat lecker viel Nudeln. Ja. Und jetzt für mich. Igitt. Also der Mann sagt ja zu dem Essen nur Igitt, wie er das mitbekommt. Ja. Mich wundert es echt, dass er es überhaupt isst. Ja, irgendwas muss ich ja essen, ne? Nee, aber dieses Hartkäse-Gedödel da. Genau. Das stinkt nur, das ist ekelhaft. Ihr werdet jetzt völlig irritiert sein. Also ihr wisst ja eigentlich, ich esse überhaupt keinen Käse. Ja, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber komischerweise... Das findest du toll und da auch nicht zu wenig, ne? Da muss so richtig eine Portion drauf. Junge, Junge, Junge. Aber wir stoßen, glaube ich, nochmal an, ne? Und sagen Prost. Genau. Und lasst uns schmecken. Auf euch, auf eine schöne Zeit. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich, bevor ich trinke. Mhm. Das ist Bankis Kombüsenstudio gewesen. Rezept findet ihr immer auf unserer Homepage. Und wenn ihr Rezepte selber habt, dann einfach runter in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, wann wir das vielleicht nachkochen. Genau. Und natürlich danke für die Kombüsenkasse. Muss man ja auch mal gesagt haben. Ja. Mhm. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Bleibt gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Und jetzt können wir eigentlich nochmal anstoßen. Na, dann machen wir das. In diesem Sinne. Tschüssi. Prost auf euch. Und Prost. Tschüssi.